Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Heute geht es um das Thema Kinderwunsch. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis und behandle in erster Linie ganzheitlich und ursächlich, wie ich das jedenfalls nenne. Kinderwunsch ist ein wichtiges Thema natürlich. Und ich rede jetzt einfach mal frei heraus, was mir jetzt dazu einfällt. Ich habe schon ein paar Dinge aufgeschrieben und das ist dann für die jeweilige Frau oder Familie oder Paare dann vielleicht eine Idee, mal darüber nachzudenken, was ich sage heute. Ich versuche, das möglichst ganzheitlich nun zu machen und verständlich. Ich gehe erst auf die Ursachen ein und dann noch auf mögliche Therapiemethoden. Ich möchte dazu sagen, dass natürlich ein Arztbesuch immer angezeigt ist, immer, oder Heilpraktikerbesuch, und dass dies hier keine Therapieempfehlungen sind und ich für diese Dinge hier auch keine Haftung übernehme. Okay? Gut, dann fangen wir mal an. Also Kinderwunsch, wenn es nicht klappt bei der Frau, bei dem Paar, möchte ich sagen, dann kann das natürlich verschiedene Ursachen haben. Ich zoome das jetzt mal noch ein bisschen ran, dass man es besser sieht. Ich mache es mal so nah wie möglich. So. Mich braucht man jetzt ja gerade nicht sehen. Ich bin hier wirklich nicht so wichtig. Meine Stimme ist wichtig, um hier das zu hören, was ich jetzt sage, mögliche Ursachen. Also natürlich sollte der Frauenarzt nach den Hormonen schauen. Das können hormonelle Ungleichgewichte sein, die häufig auf Seiten des Östrogens, der Östrogene, sind da mehrere Östrogene, zum Beispiel Östron und Estradiol etc. liegt. Und dann haben wir hier schon eine Östrogendominanz. Zum Beispiel, das sind alles mögliche Ursachen, gell? Meistens sind es mehrere. Und es kann auch sein, dass ein Progesteronmangel vorliegt. Ich habe hier ja schon Videos eingestellt, zum Beispiel ein Video, Patientenbeispiel Kinderwunsch und Haarausfall. Da habe ich das auch schon mal wunderbar erklärt, würde ich mal sagen, mit Laborwerten auch. Also dieses Video kann auch gerne angeschaut werden. Also Progesteron häufig zu niedrig, Östrogene häufig zu hoch und da haben wir hier schon mal ein ganz großes Hauptproblem, das auf jeden Fall abgeklärt werden sollte, machen auch die meisten Frauenärzte. Und ich habe hier ein schönes Buch, das habe ich auch schon öfters in die Kamera gezeigt, Natürliche Hormontherapie von der Frau Dr. Annelie Scheuern-Stuhl und der Heilpraktikerin Anne Hild. Ich zeige das mal in die Kamera. Natürliche Hormonbehandlung. Ich hoffe, es stellt scharf. Ich zeige es nachher nochmals ganz kurz rein. Machen wir erstmal noch weiter. Also, dann gibt es noch ein weiteres, wirkliches, echtes Problem. Und das sind die Xenoöstrogene. Xeno heißt fremd, also Fremdöstrogene. Die kann man hier auch noch in den Topf mit den Östrogenen gleich mal mit reinwerfen. Ja? Okay, Xenoöstrogene wären Toxine, Gifte. Ob es jetzt Konservierungsmittel sind oder Pestizide oder Schwermetalle oder Leichtmetalle oder Halbmetalle oder weiß Gott was, Giftiges für den Körper, die meisten jedenfalls wirken wie Östrogene. Und die werden hier bei den Östrogenen hier beim Frauenarzt gar nicht getestet. Also wenn man hier einen Topf hat mit Östrogenen und einen Topf mit Progesteron, möchte ich mal sagen, dann ist häufig sehr wenig Progesteron hier drin und hier relativ viel Östrogen. Aber die Xeno, das wäre dann das, was gemessen wird im Labor. Und die Xenoöstrogene, die Fremdöstrogene, die werden gar nicht gemessen. Die sind auch noch da. Und da haben wir hier häufiger natürlich ein Ungleichgewicht. Gell? So. Dann sollten natürlich die Hormone auch zum richtigen Zeitpunkt bei der Frau abgenommen werden. Ich mache das immer im Blut. Und das wissen die Frauenärzte natürlich auch. Meistens so plus minus ein Tag am 21. Zyklustag, wenn der Zyklus überhaupt noch funktioniert. Ja? Okay.
Also A, Hormone, Progesteron, Östrogen. Progesteronmangel, Östrogenüberschuss kann häufig sein. Und dann Xenoöstrogene, also Toxine per se. Ja, also Giftbelastungen, möchte ich sagen. Zur Therapie von dem Einzelnen komme ich einfach nachher. Jetzt gehen wir einfach das mal durch. Der nächste Grund kann mit sein, also auch, kann man auch mit in den Gesamttopf mit reinwerfen, wäre die Ernährung, eine falsche Ernährung. Und da darf ich gleich mal sagen, da gehören natürlich die Fettsäuren dazu, die Omega-3-Fette, die hier natürlich häufig zu niedrig sind, Phospholipide, also Lecithin etc. Ja, da natürlich häufig zu viel falsche Kohlenhydrate, zu viel falsche Fette und auch zu viel falsche Proteine oder einfach die Zusammensetzung. Das ist aber individuell immer unterschiedlich. Das sollte der jeweilige Therapeut dann doch dann erörtern. Häufig ist Psychostress auch noch eine Ursache. Psychostress haben viele heutzutage, entweder im Beruf oder in der Familie auch. Das kann so oder so sein, oder von Ängsten geplagt oder leichte Depressionen oder Panikattacken etc. Das kann auch noch ein Grund sein. Und noch ein Bewegungsmangel oder auch Übergewicht, also Übergewicht da selbst, also zu viel Depotfett hier, wer wird wieder hier reinspielen ins zu hohe Östrogen, zu hohen Östrogenen, weil Fettdepots auch Östrogene bilden. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, ich habe ja schon viel reingestellt, wo ich das genau erklärt habe mit diesen Östrogenen und dem zu dick sein, was es von Teufelskreis sein kann und wie der Betroffene oder die Betroffene da rauskommen kann. Also auch Bewegungsmangel oder zu viel Körpergewicht, möchte ich sagen, zu viel Körperfett, Depotfett, kann hier auch mit reinspielen. Aber auch eben das hier im Gesamten muss man auch sehen, da ist häufig auch der Zirkadiane, also der Biorhythmus gestört. Und da haben wir dann auch nochmal ein Problem, weil die Frau hat ja einen Rhythmus, einen 28-Tage-Rhythmus, ja? Wie auch der Mondrhythmus, also angepasst, ja? An den Mond normalerweise. Okay? Also 28-Tage-Rhythmus, der sollte schon mal funktionieren, das ist auch wichtig. Also wir haben hier auch den Biorhythmus, aber dann natürlich auch den 24-Stunden-, den Tag-Nacht-Rhythmus, der sollte funktionieren. Und häufig sind die Menschen so im Stress, dass das hier nicht mehr richtig funktioniert. Und dann haben wir ein Problem. Dass zum Beispiel zu wenig oder zu schlecht geschlafen wird, das Gehirn speichert das ab. Wenn jemand sich stresst und sagt, ich muss jetzt immer morgens raus, das ist auch manchmal wichtig und ich gehe abends später ins Bett, ich schaffe das aber, dann speichert das Gehirn das ab und sagt, okay, das geht auch so weiter, ich habe ja bislang überlebt. Und dann kann es natürlich sein, dass das abgespeichert wird, dieser falsche Rhythmus, und dann haben wir hier auch nochmal ein zusätzliches unbewusstes Stressproblem. Es kann auch sein, dass durch toxische Belastungen die Leber überlastet ist und die dann in der Nacht, in der Entgiftungsphase der Leber, in der traditionellen chinesischen Medizin, eben hier die Leber dann überlastet ist. In der Entgiftungsphase zwischen 2 und 4 Uhr ist es ungefähr. Und wenn Leute da oft aufwachen, dann kann es auch ein Leberproblem sein. Da haben wir hier wieder das toxische Problem. Also das spielt hier wirklich alles eine Rolle. Wir sollten in einem Gleichgewicht sein, auch mit Ernährung, Stress, Ruhe, Bewegung, Ruhe. Okay, dann darf ich noch ein ganz wichtiges Thema erwähnen, gell? Ihr lieben Frauen, die hier zuschaut, die Männer können auch mal schuld sein, gell? Nicht immer die Männer das auf die Frauen schieben, gell? Also der Mann darf sich bitte auch untersuchen lassen, die Spermienqualität, die ja rapide nachlässt. Da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Studien mittlerweile dazu. Die Spermien werden unter anderem durch toxische Belastungen, unter anderem, aber auch hat man Untersuchungen gemacht durch Elektrosmog, ne, Handy immer hier in der Hosentasche drin, doch beeinträchtigt, also die männlichen Geschlechtsorgane, wo die Spermien ja auch produziert werden, die werden langsamer, die werden schwächer, die werden weniger. Und das ist natürlich auch ein Problem, gell? Und natürlich auch die männlichen Hormone,
Ja, Testosterone, Dihydrotestosterone, ja, hier, das sollte ja auch dann vorhanden sein. Und da darf auch mal nachgeschaut werden. Ne? Das kann auch mal dann der behandelnde Arzt machen. Und auch die Spermienqualität, da schicke ich meine Patienten dann auch immer hin. So, und jetzt haben wir nochmal ein Resümee dieses Ganzen hier. Und das nennt man Mitochondrien. Und das heißt unsere Energie. Ja, das machen auch viele Kinderwunschpraxen hier. Die schauen sich die Mitochondrien an. Warum sind hier die Mitochondrien quasi ein zentraler Punkt? Ich male das mal auf. Die Frau, wir haben ja in jeder Zelle viele Mitochondrien. Da habe ich auch schon viel darüber erzählt. Also in jeder Zelle haben wir zwischen 100 und 2000 oder mehr Mitochondrien, die Kraftwerke unseres Körpers, die uns Energie spenden durch Sauerstoff und Nahrung, gell? Mikro- und Makronährstoffe. Und die Frau hat in ihrem gynäkologischen Trakt wahnsinnig viele Mitochondrien. Also pro Zelle bis zu 100.000 Mitochondrien, weil da so viel Energie dann auch gebraucht wird, um ein Kind dann auf die Welt zu bringen. Das sollte dann schon funktionieren. Also da sollte kein Energiemangel da sein. Und jetzt haben wir hier eben so ein Mitochondrium. Ich zeichne einfach mal eins auf. Das sieht ja ungefähr so aus. Mitochondrium mit seiner Doppelmembran. Und dann haben wir hier die Brennkessel, Brennkessel 1 bis Brennkessel 5, 4 und 5. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht über die Mitochondrien, habe ich das alles genau erklärt. Also Brennkessel 1 bis Brennkessel 5 und das braucht hier, das sollte funktionieren. Und dann kommt raus, ja was wohl, Energie. Und die sollte hier bei der Frau auf jeden Fall da sein. Und zwar richtig viel in diesem Bereich hier unten. Gell? So. Das habe ich ja vorhin so ein paar Gründe genannt, was hier nicht funktioniert. Ich habe das Progesteron genannt. Das Progesteron, man höre und staune, hat auch mit den Mitochondrien zu tun. Ich habe die Östrogene genannt, die häufig schon viel zu hoch sind und das Progesteron zu niedrig, auch schon im jugendlichen Alter, auch bei den Männern übrigens, ich habe beim Mann auch das Testosteron erwähnt, hängt auch hiermit zusammen. Und wenn beim Mann natürlich die Östrogene zu hoch sind und bei der Frau die Östrogene zu hoch sind, dann ist häufig das Progesteron bei der Frau zu niedrig und das Testosteron beim Mann häufig zu niedrig. Das sollte aber getestet werden. Und dann haben wir die Xenoöstrogene, die hier noch eine Rolle spielen, also die ganzen Giftstoffe. Ja, und was machen denn die Giftstoffe? Die greifen natürlich die Mitochondrien an. Das machen die tatsächlich. Und können die Mitochondrien schwächen, je nachdem, wie stark die sind. Ja? Es ist ja nicht so, dass jede Frau, die eine Belastung hat mit zum Beispiel Xenoöstrogenen, nicht schwanger wird. Das ist ja ganz sicher nicht so. So, also. Wir müssen uns auch um die Mitochondrien kümmern. Und gute Kinderarzt, oder ja, gute, es gibt viele. Ich möchte keine Bewertung, also Kinderwunschpraxen schauen häufig sich die Mitochondrien an und das mache ich mit meinen Patientinnen dann natürlich auch und auch mit meinen Patienten, weil die müssen ja auch, da soll ja auch bitte das funktionieren, die Energie, auch hier unten. Und das kann man im Labor dann ablesen, wie gut funktionieren die Mitochondrien. Also eine mitochondriale Medizin ist hier wichtig. Und natürlich eine falsche Ernährung kann die Mitochondrien beeinträchtigen. Falsche Fettsäuren, das gehört ja zur Ernährung dazu, können die Mitochondrien beeinträchtigen. Bewegungsmangel natürlich können die Mitochondrien beeinträchtigen. Ja, ja, das ist natürlich dann auch wichtig. Also, was haben wir hier? So eins ganz wichtiges Resümee sind eben hier die Mitochondrien. Also, was können wir machen? Jetzt komme ich mal zu ein paar
handlichen Dingen, die man auch greifen kann. Also wir können hier als erstes mal die Hormone anschauen und auch wenn eine Xenoöstrogenbelastung da ist, also eine Fremdöstrogenbelastung, kann man auch natürlich mit Progesteron behandeln, wenn man es eben dann herausgefunden hat, herausdiagnostiziert hat der jeweilige Frauenarzt, Frauenärztin. Und das ist dieses Buch, ich zeige es nochmal in die Kamera, da kann man das alles wunderschön nachlesen. Das ist von Laien geschrieben, Natürliche Hormontherapie, Scheuernstuhl und Hild, vom Aurum Verlag hier oben, rechts steht's. So sieht dieses Buch aus. Kann man sich kaufen, kann man nachlesen, kostet so circa 15 Euro, ist ein Taschenbuch. Ich finde es ganz klasse, ich habe es meinen Patientinnen sogar schon geschenkt, weil ich ihnen da helfen wollte. So, und also Hormone bestimmen lassen, eventuell dann behandeln lassen mit bioidentischer Hormontherapie. Es kann auch immer hier die homöopathische Hormontherapie angewandt werden, die ist in diesem Buch hier auch beschrieben. Man muss nicht immer gleich mit echten bioidentischen, natürlichen, naturidentischen Hormonen ran an die Sache. Man kann auch, das soll der Arzt dann entscheiden, bitte die Ärztin, auch mit homöopathischen Hormonen behandeln oder eine Mischung draus machen. Das geht auch. Ich nehme auch häufig beides, da haben wir mehrere Ebenen. Gut, dann kann man natürlich entgiften mit Zeoliten, mit Schwefel, mit Cystein, mit Glutathion etc., um das Entgiftungsgeschehen des Körpers zu unterstützen. Das ist dann auch noch eine Möglichkeit natürlich. Man sollte schon die einzelnen Baustellen dann auch behandeln. Die Ernährung bitte individuell umstellen. Das muss der jeweilige Therapeut dann mit dem Patienten oder mit der Patientin machen. Das ist ja wirklich eine individuelle Sache, genauso wie Stress und Bewegung. Wenn es dann sein muss, darf dann auch nachgeschaut werden. Der Mann sollte bitte auch mal nachschauen lassen, wie sieht es mit seinen Spermien aus, wie sieht es mit seinen Hormonen aus. Es können auch häufig Nebennierenschwächen da sein, da haben wir dann das Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin noch im Spiel. Das spielt ja auch eine Rolle in der Energiegewinnung und die Mitochondrien eben da selbst. So, das kann man die gesamte mitochondriale Medizin hier natürlich auch zu Rate ziehen, da habe ich ja wie gesagt schon viele Videos drüber gemacht. Also sprich Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Ja, was da wichtig ist, ich nenne mal ein paar Schlagwörter, Vitamin C, die B-Vitamine, Zink, Selen, Coenzym Q10. Ich habe gestern ein Video über NADH gemacht, das kann dir natürlich auch helfen. Und so weiter, die gesamte mitochondriale Medizin. Wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist mir zu viel, dann darf er das gerne mit seinem Arzt besprechen oder Heilpraktiker, haben sich da auch zum Teil drauf spezialisiert, habe ich auch schon welche kennengelernt, die sich auf den Kinderwunsch spezialisiert haben. Da ist natürlich dann wichtig, man gibt mal Zink, man gibt mal die B-Vitamine, ganz, ganz wichtig, insbesondere Folsäure, B6, B12, aber auch Biotin etc., B1, B2, B3, B5. Ich würde den gesamten Komplex geben, der B-Vitamine. So mache ich das mit meinen Patientinnen immer. Selen, ein gutes Selen würde ich geben, dann Natrium, Selenit am besten. Und dann haben wir hier schon mal ein ganz gutes, wie soll ich sagen, eine Grundlage. Wenn dann wirklich ein mitochondrialer Schaden vorliegt, bitte Omega-3-Fettsäuren, gute Proteine, gute Aminosäuren und Lecithin, also Phospholipide, nicht vergessen. Ja, so macht man das. Ja, aber das ist schon, ja, also in der ganzheitlichen Medizin. Wenn man guckt, dass man die Ursachen hier angeht. Wie gesagt, dann kann man noch, ich habe die Homöopathie schon erwähnt, auch hier in der Hormontherapie, aber die Homöopathie kann man natürlich auch in der klassischen Homöopathie machen. Also die nehme ich dann auch noch mit ins Boot. Ich mache sie klassische Einzelmittelhomöopathie, manchmal mit hohen Potenzen, manchmal mit LM-Potenzen. Dann haben wir diese Ebene der Behandlung auch noch mit dabei. Das kann ja nicht schaden, sage ich immer. Und die Organtherapie, man kann natürlich auch die entsprechenden Organe stärken. Mit der Organtherapie, mit der homöopathischen Organtherapie mache ich das meistens. Ja, es ist auch, ich habe schon Kinderwünsche, würde ich mal sagen, bei Frauen oder bei Paaren behandelt vor vielen, vielen, vielen Jahren, vor 16 Jahren, 15, 16, 17 Jahren.
und hatte da tatsächlich, da habe ich noch nicht so viel Ahnung von dem Ganzen gehabt, muss ich sagen. Aber ich habe schon die Naturheilkunde schon gut gekonnt, möchte ich mal sagen. Klar, ich hatte schon eine eigene Praxis. Aber ich habe da viel mit, auch mit Homöopathie gemacht und ich habe zum Beispiel mit Acidum Nitricum damals, das weiß ich noch, einer Patientin geholfen, die ist dann sofort schwanger geworden. Aber ich habe natürlich auch immer ein paar Mikronährstoffe noch dazugegeben, schon damals schon, und habe die Ernährung auch umgestellt. Das habe ich damals immer gemacht. Da habe ich also, aber da bin ich mir sicher, das war das Acidum Nitricum, was diese Frau bekommen hat. Ich habe auch viele Frauen behandelt, die einen Abort hatten. Die Aborte sogar hatten, ein, zwei oder drei, und die das Kind also quasi nicht halten konnten. Und da ist dann im Prinzip das System hier, im Prinzip kann man so mal ganz salopp sagen, dann eventuell auch geschwächt, und dann kann die Frau das Kind nicht halten, so kann man es dann schon auch sehen. Das weiß dann auch der behandelte Frauenarzt. Und da habe ich dann zum Beispiel häufig Sepia gegeben. Sepia hat ja diese ganze Symptomatik, gell, in der Homöopathie. Und das habe ich auch vorbeugend dann ja gegeben, in einer niedrigen Potenz zum Beispiel. Das muss aber dann, wie gesagt, der Frauenarzt oder der homöopathische Arzt oder Heilpraktiker dann bitte mit den Patienten machen. Aber da kann man auch wirklich viel machen. Ja, das wäre es eigentlich. Ich habe neulich, vor vielen Jahren, hat ein Kollege von mir aus München in einer Fortbildung, da war ich in einer Fortbildung von ihm, gesagt, ja, wenn er seinen Patientinnen empfiehlt, ja, nehmen Sie mal die B-Vitamine ein, also auch Folsäure, B12, B6, was da häufig im Mangel ist, Selen und Zink dazu und Vitamin C, dann passen Sie aber auf, dann werden Sie schneller schwanger, als Sie gucken können. Gut, okay. Also ich möchte noch dazu sagen, wie gesagt, wenn es am Progesteron liegt, dann ist es natürlich dann auch gar nicht so einfach, wie der Kollege das dann gesagt hat. Und ich weiß nicht, das fällt vielleicht manchen, ist manchen auch schon aufgefallen, in so Klatschblättern, ja, in so Zeitschriften, wo dann die Stars und Sternchen dann häufig gezeigt werden. Da sieht man dann häufig dann so eine Mutter, die so um die 40 oder über 40 ist schon, mit Zwillingen, ja, oder womöglich sogar Drillingen, im Kinderwagen. Ja. Irgend so ein Star aus Hollywood oder so. Und das ist dann häufig so, die haben eine künstliche Befruchtung gemacht, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Gell. Und bei künstlichen Befruchtungen kann es häufiger passieren, dass Zwillinge auf die Welt kommen. Und da hat mal ein Kollege von mir gesagt, hätte man denen einfach Progesteron gegeben, dann hätten sie sich gar nicht künstlich befruchten lassen müssen. Gut, das war wiederum so eine Aussage. Das sind nur Aussagen von meinen Kollegen, die ich schon gehört habe. Wie gesagt, ich nehme das einfach alles mit ins Boot, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einfach in die Kinderwunschpraxis zu gehen und es hormonell behandeln zu lassen. Die haben ihre speziellen Methoden. Das ist dann manchmal auch relativ teuer. Aber die wissen dann schon auch, was sie tun. Das kann man auch kann die Frau auch ausprobieren. Aber da möchte ich dann wiederum sagen, wenn solche Dinge hier übersehen werden, insbesondere hier, diese ganz wichtigen Dinge, die Mitochondrien, gell, dann kann der Schuss natürlich auch nicht nach hinten losgehen, vielleicht aber nicht funktionieren. Weil ich meine, ich sehe das immer so, das sind meine eigenen Worte jetzt. Also die braucht man jetzt hier nicht vervollnehmen, meine eigenen Worte. Wenn die Frau zu schwach ist, quasi ein Kind zu kriegen, und man macht eine Hormonbehandlung, das ist wie ein Doping quasi, das ist wie ein Doping bei einem Athleten, der eigentlich schon erschöpft ist, aber dann nochmal hier die Hormone reingespritzt bekommt, dass er nochmal richtig quasi, wie wenn man Benzin ins Feuer kippt, aber es ist nicht mehr genügend Holz da. Und das kann funktionieren, wenn noch genügend Holz da ist, das doch, aber das kann aber auch nicht funktionieren, wenn die Mitochondrien schon zu schlapp sind. Und deswegen finde ich persönlich, und das ist eigentlich ganz logisch, wenn die Frau, die diese Medizin, die mitochondriale Medizin dann anstrebt, das ist ja Ernährung, Mikro- und Makronährstoffe, mehr ist es ja nicht, und eben auch sich diese Dinge hier mal durch den Kopf gehen lässt und natürlich auch den Rest, den ich hier genannt habe, und dann eventuell die Schulen, in Anführungszeichen schulmedizinischen Möglichkeiten auch noch ausschöpft. Dann schmeißt man quasi erst ein bisschen Holz ins Feuer, und wenn es nicht so richtig brennt, dann kann man noch ein bisschen Benzin drüber kippen, dann brennt es mal richtig. Also so kann man es dann auch mal ausdrücken. So, noch eine kurze Geschichte, die habe ich aber schon erzählt in diesem Video über den Patientenbeispiel. Ich mache es mal aus dem Kopf.
Da war eine Patientin bei mir, die hat kein Kind bekommen. Also sie hat es wirklich versucht. War auch bei 3 verschiedenen Frauenärzten oder Ärztinnen und auch in Kinderwunschpraxen in 2 verschiedenen noch zusätzlich. Und man hat ihr dann irgendwann gesagt, es hat keinen Sinn. Der rechte Eileiter ist dicht und der linke noch zu 10%. Und die hat dann also verzweifelt, ihr größter Wunsch war, ein Kind zu kriegen. Sie war völlig verzweifelt. Ich habe zu ihr immer gesagt, geben Sie nicht auf. Wir tun alles jetzt, was noch geht, was mir jetzt noch einfällt. Wir haben natürlich diese ganze mitochondriale Geschichte gemacht. Wir haben natürlich die Hormonbehandlung, die naturidentische Hormonbehandlung gemacht. Und ich habe natürlich Homöopathie gegeben. Das haben wir alle schon gemacht. Ja, das war, aber es hat trotzdem nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, so, wir müssen hier nochmal mehr Power reingeben. Wir beschießen quasi den ganzen Bereich hier nochmal mit freien Elektronen, mit der Ioneninduktionsbehandlung. Also ich habe das Papimi-Gerät, das hier steht, mit diesen Spulen. Das ist meine Bräuchte, habe ich keine zur Hand. Und dann haben wir die Spulen einfach draufgelegt auf den gynäkologischen Trakt hier, den gynäkologischen Bereich. Habe ich auch schon hier, ich habe schon 3 Videos über das Papimi-Gerät gemacht. Also wenn es dich interessiert als Betroffene, kannst du das dir gerne in diesem Kanal anschauen. Und dann haben wir die Spule also hier draufgelegt. Und da ist sie dann regelmäßig gekommen, gar nicht so häufig. Das waren vielleicht 8 Mal. Das macht man dann ein paar Minuten. Da gibt es also Therapeuten, die haben solche Geräte. Und das gibt natürlich nochmal Energie, gell? Das repariert auch die Mitochondrien oder kann die Mitochondrien reparieren. Das ist ja für mich ein Wundergerät. Gell? Das ist ja der Hammer, was das Gerät hier machen kann. Und ja, gut, sie ist dann schwanger geworden. Wow. Und hat ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. Und man hat ihr ganz klipp und klar gesagt, von mehreren Seiten der Fachärzte, es geht gar nichts. Gell? Und ich denke, dass nicht nur dieses Gerät hier das dann gebracht hat, das hat dann einen Rest von uns, ne? Das hat mal Energie reingebracht, aber dass diese ganze Behandlung hier doch über sicherlich 1,5 Jahre mit ihr dann doch auch eine Grundlage geliefert hat. Ja? Und wir haben auch ihren Mann untersucht, wir haben das alles ganz korrekt gemacht, und er war auch natürlich beim Urologen, und da war aber alles in Ordnung bei ihm. Gell? Das lag dann wirklich an ihr, und wir haben das dann hingekriegt. Und es ist nicht nur ein Fall, da könnte ich noch mehrere Fälle erzählen. Also das ist schon der Hammer, wenn man die Frau so bitte dann dranbleiben. Aber wie gesagt, ich kenne halt auch Frauen, die haben dann eben so Hormonbehandlungen gemacht in der Kinderwunschpraxis und haben diese Dinge hier überhaupt nicht beachtet. Das habe ich halt auch schon mitgekriegt, das gibt es halt auch. Und es hat dann halt auch nicht geklappt. Gell? Das kann so oder so ausgehen, beide Seiten, um Gottes Willen. Gell? Aber ich finde es halt immer schön, wenn man sich vernünftig darüber nachdenkt. Und das ist ja das, glaube ich, was ja, meine Therapiemethode und Diagnostikmethode auszeichnet, dass ich die vernünftigen Dinge mit ins Boot nehme und da doch dann schaue, dass ich das von mehreren Seiten angehe, auf verschiedenen Ebenen, sage ich immer. Ja? Also von der organischen Ebene bis hin zur ganzheitlichen, bis hin zur mitochondrialen Ebene, bis hin in die gesamten Hormonsysteme rein und dann auch wiederum mit verschiedenen Therapiemethoden behandle, also von der Ernährungsmedizin bis hin zur sogar Homöopathie. Und noch mit vielen weiteren Dingen, die es da so gibt. Gut, das habe ich das mal so ein bisschen erzählt. Ich hoffe, es war ein bisschen aufschlussreich, wer davon betroffen ist. Und da sollte man sich oder die Frau oder die Paare sich dann eben dann entsprechende Therapeuten suchen. Da kenne ich einige Ärzte und auch Heilpraktiker, die das dann auch wissen, wie das geht. Dann wünsche ich allen alles Gute und viel Erfolg für die Betroffenen. Vielen Dank. Ach übrigens, die Patientin, von der ich gerade erzählte, die hat jetzt vor 3 Wochen angerufen, hat gesagt, sie ist jetzt das zweite Mal schwanger. Sie wollte dann doch, es war erst das vorletztes Jahr, Ende vorletztes Jahr und Jahres, und sie hat jetzt angerufen, sie ist das zweite Mal schwanger, sie wollte auch nochmal ein Kind kriegen und es ist ganz glücklich, dass das alles super gut läuft. Ja, vielen Dank.